Hallo und willkommen zurück hier bei Spore. Nach einer längeren Aufnahmepause, weil bei mir hat die Arbeit ein bisschen zugeschlagen und daher hatte ich absolut keine Lust, irgendwie was aufzunehmen, weil wenn ich so durch bin, dann ja, bringt es einfach nichts, hier zu spielen, wenn einfach die Lust nicht da ist. Dann kommt das bei euch nicht rüber. Dann habt ihr keinen Spaß beim Zusehen und naja, ich ja ebenso wenig beim Spielen und ja, reden. Tolles Easter Egg. Naja. Jedenfalls, ich werde jetzt ein paar Folgen am Stück aufnehmen. Und einfach nur auf Nummer sicher gehen, dass ich denn noch was hab. Ja, es ist schon ein paar Tage her, dass wir das letzte Mal gespielt haben. Naja, auf jeden Fall mache ich jetzt erstmal in der Story ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch sein wird, das Spiel. Ich werde ein paar Missionen machen, gucken, was es noch so gibt. Und dann gucken, ob ich ein neues Projekt anfange. Ich habe noch überlegt, einfach so irgendein Trash-Zeug noch reinzuhauen. Oder was heißt Trash-Zeug? So, ja, fliegt doch alle daran vorbei. So kleine Spiele, die man mal so nebenbei mit reinhauen kann, dass ich da dann mal so eine Liste oder ein paar Spiele fertig mache. Einfach nur, ja. Mal um etwas Abwechslung reinzubringen. Und damit ich mich hier nicht verpflichtend an ein Spiel krallen muss. So, was ist denn eigentlich jetzt unser Auftrag? Verkauft Gewürze an andere Reiche. Ja. Wie ging das? Okay, so gehört er ursprünglich, ne? Ja. So, egal. Da habe ich irgendwas. Musste da denn irgendwie hin, ne? Yay! Gelände ebnen. Okay. Und dann soll ich die Planeten Natir. Ist Natir hier? Dann wollen wir mal gucken, was auf dem Planeten so abgeht. Uah. Bei einem kurzen Besuch in einem Weltraumhafen wirst du lernen, wie wichtig Abenteuer in der Weltraumphase sind. Du wirst erfahren, Gott, schon abgehackt, du wirst erfahren, wie man Abenteuer annimmt und dadurch im Rang aufsteigt. Und irgendwann der größte Weltraum-Captain der Galaxie zu werden. Mal gucken. Oh Gott. Bei mir flimmert der Hintergrund hier total. Eieiei, aua. Diese Fähigkeit öffnet eine mysteriöse Wand. Was mache ich jetzt? Meine Ausstattung? Hä? Die Dinger, die haben also nur rein optischen Nutzen gerade. Okay.
Okay. Na Mensch, da wollte ich eigentlich in der Story weitermachen und bin jetzt wieder in der Baufolge. Klasse. Na siehst du, so muss das sein. Genau so und nicht anders. Keine Ahnung. Hier fehlt mir jetzt ehrlich das Rad. Ich kann fliegen. Ach, keine Ahnung. Ja, warte ab. Wir machen noch aus dir irgendwas. Was? Das kann man ja alles nicht mehr drehen? Das ist jetzt etwas hart, Assi. Dass ich jetzt hier nur noch den Ball habe, um was zu organisieren. Aber das mag ich nicht. Das mag ich nicht, das mag ich nicht. Aber für eine Expedition ist ein Rucksack vonnöten, das weiß ich. So eine kleine Tasche. Ja, das reicht doch. Sowas? Ups. So. Tut mir leid, Leute, aber was muss das muss? Kann ich die in kleiner? Halt die auch an die Hände? Irgendwie. Oh, das ist. Das ist mies, dass ich jetzt den Ball nur noch habe. Ansonsten würde ich. Na. Egal. Wir gucken mal, was so geht und was nicht. Wie immer eigentlich. Am Ende haben wir immer irgendetwas, was gar nicht aussieht und trotzdem funktioniert. Ja, ich bin auch noch nicht so davon überzeugt, was du hier wirst. Oder was auch gut wäre, wenn man das so. Oh, wie bei Darkspore. Ach du Scheiße. Bei Darkspore, das war auch so ein tolles Spiel. Da konntest du auch deinen Charakter erweitern und erweitern ohne Limit. Das Einzige, was du brauchtest, waren halt DNA-Punkte. Die du halt in den Missionen bekommst. Und da konntest du deinen Charakter echt aufmotzen bis zum Gegenüber. Du hattest zwar ein Basismodell. Sprich, das wäre dann praktisch so dieser, so wie unser nackter Raptor jetzt hier, sag ich mal. Das wäre eine Basisform und dann könntest du Ausrüstung anlegen. Und die Ausrüstung konntest du verändern und rumschieben, wie du wolltest. Du konntest auch sagen, gut, du hast jetzt hier eine Tasche.
Hier spiegelt er sie ja gleich. Bei Dark Souls könntest du aber sagen, okay, die Tasche will ich nicht. Nur die auf der linken Seite. Und hast die dann einfach abgerissen. Die Größen konntest du auch von ganz klein auf bis auf riesig machen. Du hattest zwar irgendwie noch begrenzte Ausrüstung je nach Kategorie irgendwie, aber das war wirklich extremst ausgedehnt. Du konntest wirklich bauen und bauen an deinen Viechern. Wie gesagt, die Voraussetzung war aber, dass du halt die Mission schaffst, die DNA-Punkte sammelt. Na gut, lassen wir ihn erstmal so. Oh Gott. Hallo. So. Hinunter beamen. Und jetzt kommt eine Sache, die ich selber noch nicht gemacht habe. Willkommen in Fatego. Ein belebter Weltraumhafen mit vielen interessanten Wesen. Sprich mit den Einwohnern und mehr über die Abenteuer und wir. Okay. Ja. Dein Captain gewinnt Erfahrung, sobald du Abenteuer erfolgreich abschließt. Du kannst Fortschritte in die Kampagne verfolgen. Okay. Ja, Lebensenergie, Übersichtskarte, Fortschritt. Eieiei, was ist hier denn Phase, ey? So, du hast eine Quest. Okay. Ja. Weltraumhafenverwalter. Herzlich willkommen, Captain. Wenn du ein berühmter Weltraumkapitän werden willst, bist du hier genau richtig. Moment, da steht bei mir was im Weg. So. Jetzt treffe ich den Haken auf. Zieh dich ruhig um und mach dich mit der hiesigen Lebensform. Der Kaufmann zu deiner Linken erzählt dir alles über die neue Ware, die du ankommst. Der Weltraumfahrer hinter mir informiert dich über die interstellaren Gebräuche, Alter. Ja, wie man neue Aufträge bekommt. Und im Falle eines erweiterten Versagens. Okay. Ich finde das Modell finde ich irgendwie cool. Der Quartiermeister zu deiner Rechten, ja, die Mannschaft angeht, Planeten, bla, okay. Dann wollen wir mal. Aha. Aber so wie das aussieht, haben wir alle Eigenschaften aus unserer zweiten Phase. Ah, da ist der Händler. Jim Husky, ein Tiroyo. So, Sukata de Tema. Komm näher, Natika. Näher, Tsuna. Wartu, da Kula da. Da sind Antukai. Ich habe eine Pulswaffe für dich. Ein Blitzschwert. Und so, Tsuleku. Abu Darajita! Du kannst aus 32 neuen Accessoires wählen. Alle mit einzigartigen Füßen. Patuce Tuati im Mito Katal! Ja. Au! Ganimat! Hehe.
da. Was ist denn Kaufmann jetzt? Valerio! Rot und Samai! Oh, Captain, ich bin Snubbel zu Diensten. So, Captain, guter kommt ohne eine gute Mannschaft aus. Ja, tiki-tai. Die mit einem herum, die runtergebeamt wird. Etschuka, Digga. Perunat. Dann weiß ich, Schamhaus, so wie ich. Oh ja. Kannst du sie einfach auf den Planeten rekrutieren? Motto, Galito. Aber das ist nur eine kurzfristige Lösung. Wenn du dich mit anderen Reichen verbündest, werden sie Teil der Flotte, deiner Flotte und damit auch deiner Mannschaft und können mit dir hinuntergedient werden. Allerdings kannst du nicht bei allen Abenteuern mit deiner Mannschaft runtergehen. Okay. Deine Mannschaft wird außerdem von deinen Abenteuern zum nächsten gespalten werden. Solange du also dafür sorgst, dass deine Verbündeten, deine Freunde und zudem am Leben bleiben, hast du keine Probleme, alles klar? Und dann kommt die Raumfahrt irgendwann. Der Kolikuto, jetzt habe ich Zagati! Geht, Captain, es ist immer schön, dieser Gegend einen Kollegen zu tun. Ich werde von meinem Heimatfeld geschickt. Genau wie du. Aber dann ging mein Schiff die Energie aus. Und bin ich hier gestrandet. Ist egal, du. Mach dir nicht die Mühe, deine eigenen Leute zu fragen. Besucht andere Reiche. Die haben alle Missionen für den Planeten. Okay. Maligadatu. Moche yatu. Damit dir nie die Abenteuer ausgehen, solltest du Sportcasts und Feeds oder Feeds von Freunden Alles ganz schön, wenn die Funktion noch funktionieren würde. Aber die haben ja die Server dicht gemacht. So. Ich bin ein Roboter, gehorche meinen Befehl. Jo. Was war das denn? Ein Roboter, weiß ich nicht besser oder so? Ja, moin! Chakita! Ey, Kleiner! Ich komme gerade von Gamma Mega 9 zurück, wo ich einen legalen Sporfit wieder gesprengt habe. Okay. Diese Postfläche Unruhestifter machen uns keinen Ärger mehr. Du willst also vom Captain werden, was? Nun, das ist keine leichte Sache, weil auf jedem Planeten Gefahren lauern. Ich sag dir mal, wie du am besten anfängst. Erstens solltest du deine Fähigkeiten an Captain verbessern, indem du Abenteuermissionen für außerirdische Reiche erledigst. Sakata! Nietatsibaku! Bring dir Erfahrung, irgendwann wirst du befördert, wodurch neue Ausrüstung und Fähigkeiten freigeschaltet werden. Melikai. Außerdem wirst du mächtige Superwaffen für dein Raumschiff freischalten. Superwaffen. Also worauf wartest du noch? Verschwinde von diesem Müllhaufen und such dir Arbeit. Was willst du jetzt wieder? Na du Blechhaufen. Ich habe deine Informationsbeschaffung bei was erhellend, Captain. Ja. Wie du siehst, wartet eine Galaxie voller Abenteuer auf dich. Und sie wartet mein Captain. Deine Unterlagen scheinen in Ordnung zu sein. Deine Reise kann beginnen. Bist du bereit? Ich auf deinen Heimatplaneten zurück, um Missionen abzuschließen.
Alter! Was? Du hast dein erstes Abenteuer abgeschlossen. Du bist bereit für weitere Abenteuer, um deine Fähigkeiten als Captain zu verbessern. Aha. Rekrut Zinnia. Schläger Zinnia. Ah, okay. Handversorgung, Spendturbo. Aha. Hoppla. Giftklinge, Energieschlag, Energieregeneration. Machen wir erstmal Gesundheitsregeneration. Ich bin immer sehr vorsichtig. Erstatte auf dem Planeten Frier. Ja, ich friere auch. Dann lass mich mal zurück. Hallo Freunde. Hallo Mada. Du hast dich als Freund des Sporde erwiesen. Ich hasse das. Ich hasse diesen Hintergrund, wenn er Filme hat. Nimm ins Sporde, ist nice. Sporde, bla bla bla. Verstanden. Lalalala. Erste Mission abgeschlossen. Jetzt muss ich Gewürze verkaufen. Wie mache ich das denn? Genau, halt. Wenn ich jetzt. Genau, kann ich das jetzt hier machen? Danke für den Empfang. Aufladen. Aber den kann ich nicht handeln. Schade. Wupp. Da. Kann ich denn auf einer Tier irgendwie handeln? Oder ist das einfach nur... Gucken so mal. Mr. Sherm, not Mr. Sherm! Opa Sigma Flergner! Hä? Das wird mir das normal angezeigt. Ich bin verwirrt. Ich setz mich hin. Oder so. Hups. Moin, da bin ich wieder. Sekunde. Was ist denn jetzt los? Zulaya, Mungaya. Das ist doch selber, was er vorher auch gesagt hat. Mach jetzt keinen Scheiß. Das will ich nur mal aus. Will ich nur sehen. Bringen das jetzt mal alles? Ups. Muss ich noch mit dem Black einmal reden? Nein! Ja moin! Klack. Ja, muss ich jetzt mit dem? Jigo! Hi! Touch your head, man! Nein! So. Ah.
Ich bin offiziell verwirrt. Warum konnte ich das denn jetzt nochmal machen? Egal. Dann würde ich sagen, fliege ich nach Hause? Ne, ich fliege mal nach Dings wieder zurück. Nach Frier. Ah, die haben auch was. Ja, grüß mein Freund. Ich kann mit denen nicht handeln. Also, verbessere die Dezierungen, um zu handeln. Aha. Nicht die Beziehungen, sondern ich soll die Dezierungen machen. Also soll ich sie dezimieren, quasi. Hä? Na gut. Zur Mission von mir. Ich bin handwerklich ziemlich begabt. Brauch ja irgendwie. Komm, Schläger. Ich überfliege das einfach mal. Klingt nach einer interessanten Aufgabe. Sei gepriesen. So, möglicherweise ereignislos. Also. Beschütze den Priester auf dem Planeten Krager. Beschütze den Priester. Zahnstein-System. Verteidige ihn während seiner gesamten Reise. Okay. Ich gehe an. Hier. Graga. So, dann wollen wir auch runtergehen. Schützenpriester. Mr. Sherm, the Pistol Sherm. Oh, Sigma Flergner. Oh, the Briar Fliska. Jo, ab nach unten. Und wie es dann weitergeht, würde ich sagen, nach einer erfolgreichen Runterbeamung auf zellularer Ebene. So, Priester Valor erreicht die Ankunft und er braucht Schutz. Heil ein Tempel. Aber wie es dann hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye.